Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Nachdem wir beim letzten Mal, naja, ziemlich aufgeregt waren, zumindest ich, weil das alles sehr, sehr spannend inszeniert wurde, geht's jetzt mit Joel weiter. Ellie ist vor, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, auf jeden Fall vor dem verrückten Anführer hier geflohen. Der Typ hatte echt eine Machete in der Hand und wollte uns damit killen. Oh Gott, das war so hart. Da ich das eben aufgenommen habe, bin ich immer noch so ein bisschen hebelig, gebe ich ehrlich zu. Ja, dann bleibt mal wachsam. Hauptsache ihr seht mich nicht. Joel, wir müssen uns beeilen. Ellie muss da irgendwie rausgeholt werden. Ich glaube nicht, dass der Typ so schnell jetzt tot ist und aufgibt. Ist hier ein Tresor? Können wir den öffnen? Nein. Okay. Also als Joel generell fühle ich mich wieder etwas wohler. Wir sind ja auch echt gut bewaffnet. Da kann man nicht meckern. Aber das mit Ellie eben, also im letzten Part, das war reiner Psychoterror. Ach, guck mal da oben. Ah, das war knapp. Mal gucken, ob wir den nicht irgendwie mit dem Bogen abschießen können. Ganz in Ruhe. Sehr schön. Okay, man hat mich gesehen. Habt ihr gesehen, der ist gerade weggeflogen? Ich weiß nicht warum. Okay. Nicht so schön. Wie sehen die das denn, Mann, immer? Ich meine, immerhin... Spürt ihn auf. Ich suche hier. Du, such hier drüben. Naja, ich verstecke mich mal lieber. Oh, oh. Du musst jetzt nicht extra hierher kommen. Das ist wirklich nicht nötig, mein Freund. Das kannst du sein lassen. Okay, er geht an mir vorbei. Sehr schön. Aber ich muss irgendwie da in Richtung Feuer. Oh Gott, ist das mies. Wirklich. Boah. Okay, sie sehen mich. Aua. Ja, was hast du drauf, Mann, hä? Aua. Kann ich erschießen? Das habe ich drauf. Komm, weg hier, Joel. Einfach abhauen. Ignoriere diese Bande. Okay, heilen, heilen, heilen. Oha. Geh hier lang. Du, schau dich da drüben um. Ja, ja, okay. Ich mach dich kalt. So. Habt ihr verdient, ihr Schweine. Okay, ich benutze vielleicht wirklich lieber den Bogen. Es gibt hier mehr als genug Pfeile, so wie es aussieht. Und da klingelt das Telefon, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ich muss ja nicht rangehen. Nicht unbedingt, zumindest. Oh, Mann. Ja, oh Mist. Ja, genau. So, tot ist er. Oh, oh. Da kommen die nächsten beiden. Ah. Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. So, komm schon. So. Kriegen nur das, was sie verdient haben, Leute. Ist mir jetzt egal, ob ich ein bisschen lauter war. Ich glaube, hier gab es irgendwo noch Schrotflintenmunition. Sehr schön. Joel, du dürftest gern nachladen. Oh Mann. Ach, ich liebe es. Okay. Ellie, 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 wir suchen dich. Mach dich doch irgendwie bemerkbar. Sag mal, sind wir nicht von hier gekommen? Ich glaube schon. Verdammt, ich hätte die ganze Zeit hier durch die Garage gehen können. Hm. Na schön. Jetzt müssen wir hier irgendwie unseren Weg finden. Ich meine, hier durch... Ach, guck mal, Leute, ich hätte die ganze Zeit hier durchlaufen müssen. Na schön. Hätte ich Munition sparen können. Was zum Teufel? Oh Gott, da kriechen die hier lang. Was mache ich? Zu ganz entspannt den Bogen. Was natürlich nicht sonderlich stark ist. Zumindest nicht so im direkten Kampf. Ding, ding. Oha. Siehst du das? So, tot ist er. Das Einzige ist gut, ist wirklich der Schnee. Aber so langsam haben sie recht, ich töte fast wirklich 100 Mann, also...
mit dem Campus und dem hier zusammen sind es echt schon sehr viel. So, schön in den Rücken. Warum auch nicht? Ist noch einer. So läuft das, Leute. Das müsste immer so laufen. Immer. Aber man kann nicht alles haben. Ich würde sagen, kriege ich vielleicht meinen Pfeil zurück? Das wäre nett. Wo ist denn der andere? Ach, da. Ach, guck mal hier, ich glaube... da hängt irgendwo in der Wand fest. Okay. Auch gut. Oh Mann, wir müssen ehrlich finden. Ich glaube, die Zeit läuft. Also, wenn das Ganze hier parallel läuft, dann ist Ellie schon ganz schön lange allein mit dem Psychopathen. Okay, gibt Schuhe und Klamotten. Und Ellies Rucksack. Die können wir uns anschauen. Das ist ja interessant. Vergrößern. Verkleinern, da ist irgendein Monster dran. Ein paar Button. Sehr cool. Was macht Ellies Zeug hier? Tja, Joel. Fleischbestandsbuch. Mal lesen. Leute, seid gespannt. Okay. Wir werden nur die Kilogrammanzahlen aufgeschrieben. Fette Beute schon besser. Das muss besser werden. Tja, wir wissen ja nun bereits, dass das Kannibalen sind und die Klamotten hier sind wahrscheinlich die der Opfer. Oh Gott. Ja, okay, Leute. Oh, Mann. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ist richtig. Mir läuft gerade irgendwie echt ein Schauer über den Rücken. Man stelle sich vor, das ist real. Ich weiß nicht, The Last of Us gibt dann auch so den Hauch davon, wie grausam es wirklich ist. Wenn das so in Horrorspielen zu sehen ist, finde ich das gar nicht so schlimm, weil irgendwie ist da alles total abgefuckt, sage ich mal. Aber hier, ich meine, es könnte ja wirklich so sein. Stellt euch so eine Welt einfach mal vor. Hängen hier einfach Menschen auf. Wie Wurst, wirklich, wie Wurst oder Schweine beim Fleischer. Ellie. Okay. Okay, wir dürfen selber krabbeln, Leute. Boah, die machen es aber auch echt spannend. Muss natürlich sein. Dramatik pur in solchen Spielen. Davon lebt sowas ja auch. Oh Mann, Ellie, komm, schnapp dir das Ding. Schnapp's dir. Krabble einfach schneller als er. Ich höre ihn, er wird da sein. Oh nein. Oh. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Okay, und ich muss immer noch den Stick benutzen, um dorthin zu krabbeln. Er quält uns. Du kannst auch weggehen. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ellie! Hör auf! Hör auf! Fass mich nicht an! So, okay. Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Thank you.
Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Ja, Leute. Das muss man erstmal sacken lassen. Spürst du die Brise? Hm? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja. Klar, das klingt toll. Oh Mann, Leute. Es war einfach nur ganz schön krank gerade. Auf jeden Fall ist er tot. Ich fand das auch cool mit der Musik, wie verstörend die klang. Und dann hat Joel sie irgendwann beruhigt und dann hatten wir wieder diese typische Last of Us Melodie. Sehr, sehr geil gemacht. Oh. Vor allem er meint, er wüsste nicht, wozu er, oder sie wüsste nicht, wozu er imstande ist. Und dann wirklich sticht sie so krass auf ihn ein. Das ist eigentlich ein Schock fürs Leben. Ich weiß nicht, wie Kinder oder wie Ellie so noch normal aufwachsen kann. Wenn Joel seine Sache gut macht, sage ich mal so als Ersatzvater, dann klappt es vielleicht, aber wenn man sie jetzt damit allein lassen würde, ich weiß ja nicht, also das ist schon hart. Naja, okay, aber genug der Depressionen. Es ist Frühling, die Farben sind hell und alles ist relativ bunt gehalten hier. Das finde ich sehr cool. Das ist ein wirklich sehr schöner Kontrast zu dem, was wir eben so hatten. Und hier ist ein Familienfoto zu sehen. Tja, das ist traurig, aber die Wahrheit wahrscheinlich. Vergebt uns. Ach Mann. Tja, die haben wahrscheinlich ihr eigenes Kind getötet. Nur damit es sich nicht ansteckt. Ich weiß nicht, würde ich sowas tun? Könnte ich nicht mehr beantworten, weil das, was hier passiert, ist ja wirklich so Worst-Case-Szenario. Aber man könnte wirklich mal drüber nachdenken. Sollte es sowas wirklich geben, was macht man mit seinen Kindern? Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ja, garantiert, da könnte ich euch auch einiges erzählen. Was man manchmal so für Schwachsinn träumt, das ist echt unfassbar. Okay, ich weiß nicht, ich schaue mich hier in Ruhe um. Ich glaube, wir haben uns jetzt ja ein bisschen Pause verdient, möchte ich meinen, nach der ganzen Hektik und diesem Psychostress, dem wir ausgesetzt waren. Sieht eigentlich waffentechnisch aus, ich glaube ganz gut. Also damit kann man schon leben. Okay, also auf dieser Autobahnbrücke hier oder auf der Autobahn sich, auf dem Highway geht's nicht weiter. Können wir hier runter? Müssen wir hier runter? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Wow. Okay, Ellie, komm einfach mit. Ach, das ist schon cool. Aber krass, wie leergefegt Städte sind. Das ist wie bei The Walking Dead. Da ist einfach nichts mehr los. Es gibt nur noch kleine Randgruppen, die sich irgendwo verschanzen. Ich bin echt gespannt, ob ein zweiter Teil rauskommt. Es wäre so genial. Überall eine verwaiste Quarantänezone. Ich weiß nicht, Walking Dead lebt eher so von seinem, ja, filmischen, kann man das sagen? Ja, von diesem Filmstil, sag ich mal. Es ist ja echt so, als würde man eine Geschichte spielen. Das Gameplay ist jetzt nicht atemberaubend genial, aber durch die ganze Inszenierung, Grafik, Vertonung, Musikuntermalung ist das echt schon top und da wünsche ich mir im zweiten Teil dann sogar echt noch eine krasse Steigerung, also ich bin gespannt, also ich bin der Meinung, es wird es geben. Vielleicht wird es 2015 jetzt ja auch schon angekündigt, immerhin ist es ja nicht mehr lang bis zum Jahreswechsel. Okay, Ellie schaut sich auch nur um. Tun wir es ihr gleich. Ich glaube, wir müssen auf den Bus steigen. Ja. Okay. Okay.
Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Wow, ist wirklich nicht mehr weit weg. Und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass wir uns so langsam dem Ende nähern. Ich glaube, ich hatte es noch nicht erwähnt, oder? Ach, guck mal, ein Zoo. See our newest additions. Ja, die haben wohl ein paar Giraffen bekommen hier. Überall Panzerwagen, Polizei, Autos, aber kein Mensch da. Na schön. Vielleicht geht es hier durch. Boah, sieht das genial aus. Wirklich. Ich könnte hier manchmal echt stundenlang durchlaufen und mir alles anschauen. Wenn nur jedes Spiel so schön aussehen würde. Wirklich. Alles wirkt so organisch und echt. Das ist schon fast gruselig. Weil wer weiß, was man in 10 Jahren sagt. Da ist The Last of Us schon total veraltet. So, gucken wir uns hier mal um. Tickets. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Okay, Ellie sitzt da so regungslos, anteilnahmslos. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. Okay. Na gut, Ellie, wenn du meinst. Ach komm schon, Kleines, red mit uns. Oder red mit Joel. So, irgendwie konnten wir da hoch. Ich glaube, ja, hier war eine Leiter. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ellie? Und auf geht's. Ellie. Ellie. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Wirklich sehr abwesend heute, die Kleine. Mann. Worüber denkst du nach? Ich würde es gern wissen. Darf ich in den Kopf gucken? Okay. Teamwork natürlich. So, dann mal her damit. Ich wollte gerade sagen, geht's jetzt ohne die Leiter runterzuschieben weiter? Das wäre gemein. Oh mein Gott. Oh. Was ist los? Ellie! Ellie! Na ganz toll. Was macht sie denn? Was hat sie gehört? Was ist denn? Was denn, wo denn? Ich sehe gar nichts. Ja, ich auch nicht. Irgendwas scheint Ellie aber zu sehen. Was zur Hölle? Toll, durch den Fenstern. Durch die Fenster kann man auch nichts sehen. Ich muss irgendwann mal putzen kommen. Soll das ein Scherz sein? Oha. Ach, es ist schön, wie es nur so angeteased wird erstmal. Aber wer mit den Augen flink ist, der hat natürlich schon gesehen, worum es geht. Oha. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Ja, Leute, eins der schönsten Momente in dem Spiel. Das vergisst man, glaube ich, nicht, wenn man es gesehen hat. Nach all dem Leid, was man hier so sieht. Guck mir hier die Staubpartikel. Siehst du das? Oh ja. Wunderbar. Ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Hin.
Komm, hinterher. Langsam, Kleine. Okay, gut, ich komme ja schon. Ach Mann, sie ist so aufgebracht. Natürlich, wenn man sowas noch nie gesehen hat, ja, dann ist das natürlich wirklich was Besonderes. Ich glaube, Ellie hat noch nicht viel auf dieser Welt hier gesehen. Zumindest nicht viel Schönes. Ja, und leider musste ich hier nochmal drüber quatschen, denn YouTube hat das Video für Deutschland gesperrt aufgrund der super mega schönen Musik, die es hier zu hören gibt. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Müsst ihr mit meiner Stimme vorlieb nehmen, aber ich denke, damit kommt ihr auch ganz gut zurecht, denn immerhin schaut er mir ja auch zu. Ja, guckt doch mal. Ist es nicht schön? Giraffen. Einfach mal Zeit für Ruhe. Das macht Naughty Dog echt super. Ja, Leute. Wunderbar. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Wenn man noch nie Giraffen gesehen hat, Ellie, sag was. Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Ja, da hat sie recht. Schaut doch mal. Riesige Berge im Hintergrund, grasfressende Giraffen und das Krankenhaus schon echt in der Nähe. Ich weiß gar nicht, was man eigentlich noch mehr möchte. Also, oh Mann, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsszenen in The Last of Us. Und im Grunde genommen verrate ich auch nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber so lang ist das Spiel jetzt nicht mehr. Wir werden uns dann bald schon verabschieden müssen, zumindest vorerst. Wenn nicht noch ein zweiter Teil kommt, und ich hoffe wirklich drauf, dass der kommen wird, denn hey, werdet sehen, das Ende lässt einige Fragen offen. Aber nun gut. Hier geht's, glaube ich, weiter. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja Leute, ich würde sagen, das ist der passende Zeitpunkt, um für heute zumindest Schluss zu machen. Ach, war es nicht schön. Sehr entspannt, der Part. Es ist wirklich nicht viel passiert. Wobei, doch. Wir mussten uns mit Joel so ein bisschen umherschießen und dann war ja noch die Sache mit dem kranken Psychopathen, dessen Namen mir immer entfällt. Aber egal. Der Schluss hat es jetzt nochmal rausgerissen. Das war eine super Belohnung für all das, was wir durchgemacht haben. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir Kommentare, unterstützt mich und bis zum nächsten Mal. Bei The Last of Us.